ist immer noch Mannschaft, die sich für die Champions League qualifiziert hat, die momentan ja, nicht die beste Phase wahrscheinlich hat, auch nicht die Mannschaft ist, die momentan vor Selbstvertrauen strotzen wird. Trotzdem viel Qualität und auf der anderen Seite eine Mannschaft im ersten FC Köln, die zu Hause in diesem Jahr noch nicht verloren hat. Und diese Serie wollen wir, wenn möglich, beibehalten. Und diese Mischung zu finden von dem, dass wir unsere Kompaktheit wiederfinden, die letzte Woche nicht so gut war, und den Gegner möglicherweise, ja, oder ein bisschen vielleicht möglicherweise die Verunsicherung des Gegners auszunutzen, diese Mischung halt heißt zu finden. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir schon viele Serien, die gegen den FC gesprochen haben, dass wir die repariert haben. Weiß nicht, auf Schalke, glaube ich, hat man auch nicht jedes Auswärtsspiel gewonnen. Gegen Dortmund hat man auch nicht so oft zuvor gewonnen. 9x0-0 hat auch noch nicht so oft jemand geschafft. Also könnte auch sein, dass jetzt am Wochenende vielleicht die nächste Serie bricht. Aber nichtsdestotrotz ist auch klar, dass das ein ganz schweres Spiel für uns wird. Also wir lassen uns nicht blenden davon, dass der Gegner diese Spiele verloren hat. Wir lassen uns auch nicht in Unruhe versetzen, weil wir letzte Woche nicht gut organisiert waren und viele Torschancen zugelassen haben, die der Gegner verwertet hat. Aber wir wissen auch, daran hat sich auch nichts geändert, dass wenn wir einen guten Tag haben, wenn wir viel von dem, was wir uns vornehmen, umsetzen, dann können wir gegen jeden Gegner bestehen. Und wir wissen aber auch, wenn wir Fehler machen, dann ist die deutsche Bundesliga so gut aufgestellt, dass man dann auch ohne Punkte bleiben wird. Ich glaube, das Erfreuliche ist, dass, wenn man sagen kann, dass wenn wir auf einen Champions League-Teilnehmer treffen im eigenen Stadion, dass ich das für eine total offene Partie erklären kann. Da haben wir schon einiges richtig gemacht in den letzten Jahren. Wir wissen, was unsere Zielsetzung ist für diese Saison. Und da wäre es gut zu punkten. Wir können das einordnen. Wir wissen, das sage ich auch ganz klar, dass wir schon gegen Gladbach gespielt haben, wo die Stimmung wahrscheinlich besser war und zuversichtlicher war. Aber das Spiel muss erst richtig angegangen werden. Also wenn wir halbherzig ins Spiel reingehen würden, wenn wir wieder diese Fehlerquellen hätten wie in Frankfurt, dann ist auch klar, dass man gegen Gladbach nicht punkten kann. Also wir haben viel damit zu tun, uns selbst so aufzustellen, dass das funktionieren kann.